mache ich das denn jetzt hier am besten? Mit dem Handy, genau. Mit dem Handy. Herzlich willkommen in Finchis Welt zur dritten Ausgabe von Dummes Gelaber, dem Monatsrückblick. Diesmal zum Monat April, denn es ist heute der 1. oder der 2. oder der 3. Mai, je nachdem, wann es online geht. Und ich möchte jetzt meine Dummes Gelaber-Rubrik abhalten. Ja, ihr kennt das Ganze. Es gibt verschiedene Themen, wie immer. In diesem Monat gibt es sehr viel, was ich euch erzählen muss, aber sehr viel, was nicht videospielbezogen ist. Aber ich kann euch im Vorhinein schon sagen, ihr könnt das Video im Hintergrund laufen lassen und mir einfach zuhören. Ich werde hier auch wieder ein bisschen Schaltflächen zum Rumswitchen. Also wenn ihr nicht alles gucken wollt, dann switcht einfach hier dahin, wo ihr gucken wollt und dann passt das schon. Ich habe mir heute wieder mal etwas gegönnt. Denn es darf ja nun kein dummes Gelaber geben, ohne etwas zu trinken. Und heute gibt's wieder ein Bier. Ja, ich schütte. Es gibt ein Elephant, nur mal so zur Info, falls ihr das nicht erkennen könnt. Ich suche hier immer noch zum Elephant-Bier. Es ist ja hier dieses 7,5% Gedöns. Es gibt da aber, ich hatte das damals mal, hatte mir ein Freund mitgebracht, mit 10%. Ich muss sagen, das schmeckt mir noch besser wie das hier. Denn eigentlich bin ich ja nicht so der Mega-Biertrinker, aber das hier, komischerweise, obwohl es ziemlich stark ist, schmeckt sehr gut. Ja, diesen Monat war sehr viel Stress. Ich muss mal hier ein bisschen das abdunsten lassen. Es kann sein, dass dieser Vlog oder dieses Gelaber hier dieses Mal sehr lang wird. Ich habe mir sogar ein paar Notizen gemacht in meinem Handy, wo ich ab und zu mal drauf gucken werde. Ja, diesen Monat war nicht so viel mit Zocken. Ich habe in meinem Garten hier draußen weitergemacht. Ich musste da Erde wegschaufeln, die da schon sehr lange rumlag. Denn wir haben hier letztes Jahr unsere Hofeinfahrt quasi zugemacht und dann haben wir mir da ein bisschen Erde hingekippt, dass ich da was verteilen kann, weil wenn es hinten zu ist, dann kann man nicht mehr mit dem LKW hier rein und alles abladen. Da hätte ich das von der Straße aus machen müssen. Deswegen haben wir letztes Jahr gesagt, komm, wir kippen die ganze Erde jetzt schon hier hin und dann mach ich das halt irgendwann und das war jetzt soweit. Ich habe jetzt mal ein bisschen Erde geschaufelt. Meine Güte, wenn man lange nicht mehr körperlich so, ich meine, ich arbeite zwar, ja, nicht, ich sitze nicht rum auf der Arbeit, ich laufe da viel, ich bin 8 Stunden auf den Beinen, aber ich muss keine schwere körperliche Arbeit machen. Das ist, ich muss da mich halt sehr konzentrieren, weil ich viel gucken muss, die Teile, die wir da produzieren, da müssen wir sehr auf alles mögliche optisch achten und so, aber das ist jetzt keine schwere körperliche Arbeit und wenn man dann sowas lange nicht mehr gemacht hat und auch nicht viel Sport macht und nicht so sonderlich fit ist wie ich, dann geht das schon ganz schön auf die Knochen, wenn man so ein bisschen Erde schaufelt. Das heißt ein bisschen. Es waren 2 LKW-Ladungen voll, die bei uns hinten rumlagen. Und das Ganze habe ich jetzt ein bisschen verteilt. Mal sehen, wann ich Zeit habe, da weiterzumachen. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als vorher. Vorher lag da alles kreuz und quer und naja, egal. Eben habe ich oben die Bayern geguckt. Die Bayern haben eben gespielt in Barcelona und haben 3-0 gewonnen. Okay, es war ein Eigentor dabei, aber ich behaupte mal so, die es gesehen haben, das hätte der Mandzukic, oder wie er heißt, Mandzukic, ich kann es gar nicht aussprechen, ich bin ja Bayern-Fan, wie ihr wisst, das hätte er auch so gemacht. Also wenn das an dem Piqué da vorbeigeflogen wäre, der Ball, dann wäre der Mario da gewesen und hätte es gemacht. Naja, was ist denn da los bei den deutschen Mannschaften? Dortmund gewinnt 4-1, okay, im Rückspiel haben sie dann in Madrid 2-0 verloren, das war am Ende noch ziemlich knapp, aber trotzdem sind sie im Finale gegen die Bayern. Boah, das wird ja was. Oh. Und ich habe eben oben auch schon ein Elephant-Bier getrunken. Das ist jetzt quasi das zweite. Ich denke mal, das Gelaber läuft heute sehr gut. Was ist im April sonst noch so alles passiert? Ich guck mal wieder auf mein Handy. Ich habe dieses Mal sehr viele Filme geguckt und gekauft.
weil Spiele gab es im April ja gar nicht so viel. Da komme ich aber gleich zu. Filme, was haben wir denn da alles? Ich habe mir ja die beiden, die drei Studio Ghibli-Filme habe ich mir ja geholt. Die haben wir noch nicht geguckt. Ich habe endlich Der Hobbit gesehen. Cooler Film, kommt natürlich nicht an Herr der Ringe ran, meines Erachtens, aber trotzdem ganz cool. Entschuldigt, wenn ich jetzt so viel trinke momentan, aber hier ist es irgendwie voll warm hier unten bei mir. Ein cooler Film, ich finde vor allen Dingen, ich bin ja kein 3D-Fan. Also ich habe auch selber gar keinen 3D-Fernseher, brauche ich auch nicht. Ich bin da nicht so sicher, ob sich das durchsetzen wird. Ich denke mal eher, das neue System, da wird sich durchsetzen mit den 60 Bildern pro Sekunde, glaube ich, ist es ja. Normalerweise sind es bei Filmen ja 30, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und bei Der kleine Hobbit, die haben das neue System ja schon benutzt mit diesen mehr Bildern pro Sekunde und das sah wirklich verdammt gut aus, wenn man auch bedenkt, dass die Hobbingen, also die Stadt, dieses Dorf der Hobbits, ja wirklich gebaut haben da unten in Neuseeland und das dann so gefilmt, das sah schon verdammt gut aus. Ich bin überzeugt davon, dass sich das irgendwie irgendwann durchsetzen wird. Ich hoffe es zumindest. Denn 3D mit den Brillen, ich weiß nicht, wenn man einen Fernseher machen kann, wo man 3D ohne Brille gucken kann oder erkennen kann und vor allen Dingen nicht gerade davor sitzt, weil man hat es ja beim 3DS, ist es ja in kleiner Form schon möglich und ich denke mal, dass diese Technik wäre auch in großer Form am Fernseher möglich, aber ja, man muss halt gerade davor sitzen, dann kann man alleine einen Film gucken in 3D, super. Wenn dann jemand daneben schon sitzt, dann sieht er schon nichts mehr. Das finde ich halt blöd. Ich denke mal, wenn die Technik wirklich so weit ist, dass es machbar ist, 3D ohne Brille aus jeder Perspektive zu erkennen am Fernseher, dann finde ich das auch gut. Aber so ist es noch ein bisschen, ich halte mehr von diesem anderen System da. Viele Filme. Was haben wir denn noch? Wir haben so viele Filme oben. Es fällt mir keiner mehr ein. Auf jeden Fall gab es jede Menge Filme. Es gab auch auf meinem Kanal diesen Monat sehr viele Unboxings. für die Leute, die Unboxings kacke finden, das tut mir sehr leid, aber es ist nun mal so, wenn was Interessantes zum Auspacken da ist, dann packe ich das auch vor der Kamera aus. Ihr müsst die Videos ja nicht gucken. Aber ich denke mal, viele haben sich trotzdem gerne die Sachen angeguckt. Vor allen Dingen, was gut ankam, war die Holzbox von König der Löwen. Wenn man was ganz anderes, mal kein Videospielkram. Es werden auch in nächster Zeit noch ein paar Unboxings folgen, denn ich habe noch ein paar Sachen hier rumliegen, die ich auspacke und schon ausgepackt habe. Gut, was ich aber noch sagen wollte, bevor ich das vergesse, mal so ein paar allgemeine Infos. Erstmal noch kurz vorneweg, ich habe im April mit der Frau Zimmi ein Video zusammen gemacht, verlinke ich euch unten. Und ich habe im Rainer Schauder, beziehungsweise bei Gamepad Addict im Podcast mit dabei, im Monthly Addicted Podcast. Und ich habe mit dem Rainer über Castlevania Mirror of Fate gesprochen. Verlinke ich euch auch unten. Könnt ihr unten bei ihm in der Timeline klicken. Da findet ihr sofort, wo ich da mitgemacht habe. Ist ganz cool geworden, auch wenn ich sehr viel... mir ist aufgefallen, ich habe sehr oft zu ihm gesagt, genau, okay. Ja, richtig. So, ich habe ihm sehr oft zugestimmt, weil mir einfach die Sachen nicht eingefallen sind. Er hat es dann gesagt und dann, ach ja, genau, so war das ja. Und das kommt so vor, als ob ich ihm quasi alles nachrede irgendwie. Aber gut, ich fand die Aufnahme trotzdem ganz gut für meinen ersten Podcast, wo ich wirklich da mitgewirkt habe. Ich habe zwar schon mal in einem Podcast mitgewirkt, bei dem Nerd Alert Podcast, falls ihr euch daran erinnert. Aber da bin ich irgendwie untergegangen. Da waren wir zu 7 Leute und da waren 3 Spezialisten mit dabei, die uns anderen quasi da platt geredet haben, mehr oder weniger. Und ich konnte diesen Themen nichts sagen. Deswegen war das hier quasi mit dem Rainer mein erster richtiger Podcast. Ja, das mal kurz vorneweg, nur dass ihr das wisst. Die Videos sind ganz cool. Und genau, mit dem Lord Avenger von Just Platinize habe ich natürlich auch ein Video zusammen gemacht. War das im April oder war es im März noch? Ich glaube, das war auch im April. Verlinke ich euch auch unten, auch ein sehr lustiges Video geworden. Wir haben Herr der Ringe, der Krieg im Norden angespielt mit dem Lee zusammen noch. Quasi zu dritt mit Facecam und so einem Kram, ist sehr cool geworden. Das nochmal eben vorneweg als kleine Info. Dann wollte ich noch sagen, das wollte ich schon die ganze Zeit loswerden. Zum einen, ich habe eine Facebook-Seite schon seit langer Zeit, seit letztem Jahr irgendwann. Das heißt, keine Facebook-Seite, in der ihr mich adden könnt. Also ich meine, klar, ich habe einen eigenen Facebook-Account. Aber das ist mein privater Account, sondern nehme ich nur ganz selten mal jemanden an, mit dem ich viel schreibe oder den ich kenne oder die auch selber Videos machen. So, da habe ich ein paar Leute noch drin, aber nicht mehr alle. Wenn jemand da mit mir in Kontakt treten möchte, und ich würde mich freuen, wenn von den 415 Abonnenten mittlerweile noch ein paar
auf Facebook kommen würden, denn es sind nur 70 Leute, die da gefällt mir gedrückt haben und es sind auch, glaube ich, davon sind 10 oder 20 Leute von meinen Freunden, die ich einfach so gesagt habe, hier, drückt mal, gefällt mir. ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, verlinke ich euch unten oder ist sowieso in jedem Video unten verlinkt. Besucht mich auf Facebook. Da könnt ihr mich auch immer anschreiben, da gucke ich immer übers Handy schon mal rein zwischendurch. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mich antrefft und mit mir was schreiben könnt oder mir Fragen stellen könnt oder sowas, relativ hoch. Wenn ich nicht sofort antworte, aber doch online bin, dann liegt das daran, dass mein Handy einfach online ist und ich das nicht wirklich beendet habe, die Sitzung bei Facebook. Also wundert euch nicht, ich antworte eigentlich immer irgendwann. Es sei denn, ihr schreibt irgendwie nur Hi oder Hallo oder alles klar. Dann antworte ich vielleicht mit Ja, dann war's das aber auch. Weil, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, könnt ihr mich dann gerne anschreiben. Finchis Welt heißt es auch. Finchis Welt, Gaming und Co., genau wie hier bei YouTube quasi. Das war das eine, meine Facebook-Seite. Und das nächste ist, ich habe auch einen Amazon-Partner-Link, habe ich schon auch sehr lange. Ich poste auch immer fleißig die Links unter die Videos, in die Videobeschreibung, zu jedem Spiel, zu irgendwas, was ich auspacke und so weiter. Ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr den auch benutzt irgendwie. Leider kommt da nicht sehr viel bei rum. Ich habe zwar jetzt endlich mal diesen Monat eine Auszahlung. Ich habe einen Gutschein bekommen von Amazon über, ich glaube, es waren 30 Euro, habe ich gemacht damit. Über ein halbes Jahr jetzt hat das gedauert, bis ich die 30 Euro hatte. Und davon werde ich mir wahrscheinlich, wenn Nintendo es mir nicht schickt, das ist übrigens auch noch ein Punkt, den ich gleich mal kurz ansprechen wollte, werde ich mir Donkey Kong Country Returns 3D holen. Kostet, glaube ich, 39. Ich habe einen 34 Euro Gutschein, bezahle ich 6 Euro für das Spiel. Fantastisch. Ja, wie gesagt, der Link ist immer in der Beschreibung. Ich pack auch mal den Amazon Games Link unten in die Videobeschreibung. Den findet ihr aber auch auf meinem Kanal. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr darüber bestellen. Müsst ihr aber nicht. Ist halt nur, es gibt mittlerweile so viele Amazon Links von allen möglichen YouTubern. Klar, dass da jeder seine Lieblings-YouTuber wahrscheinlich mit den Link reinnimmt und so. Ich handhab das bei mir meistens so, ich habe ja hier unten meinen Rechner und oben im Wohnzimmer ist der Laptop und ich habe immer mal ein paar verschiedene Leute drin. Momentan habe ich zum Beispiel den Yeti-Win hier unten am Rechner, also alles, was ich hier unten selber für mich kaufe, das kommt dem Yeti-Win zugute. Und was ich oben am Laptop kaufe, da habe ich die Frau Zimmi drin. Also alles, was meine Frau quasi über den Laptop kauft, sei es jetzt Kindersachen, wir haben letztens ein Möbelstück haben wir bestellt, das geht alles an die Frau Zimmi dann. Das lasse ich jetzt ein paar Monate da drin und dann irgendwann ändere ich das mal. Keine Ahnung. Also ich schreibe dann auch meistens diejenigen Leute an und sage denen Bescheid, hör mal, ich habe hier deinen Link drin und so. Naja, wie auch immer. Wenn ihr Bock habt, kauft mir meinen Link. Soll jetzt kein Gebettel sein oder sonst irgendwas, nur so als kleine Info. apropos Gebettel. noch was. Und zwar, wie ihr wisst, hole ich mir des Öfteren was im Nintendo Club für die Sterne, die man da einlösen kann. Wenn ihr Sterne rumfliegen habt, soll auch kein Gebettel sein, nur wenn ihr sie wirklich rumfliegen habt und ihr könnt sie gar nicht gebrauchen, bevor sie bei euch vergammeln, würde ich mich freuen, wenn ihr mir sie irgendwie schickt, also bei Facebook oder hier, denn es gibt da einige Sachen, die ich noch gerne hätte aus dem Nintendo Club. Wenn ihr jetzt Freunde habt, die benutzen oder, keine Ahnung, ihr denkt selber, ach komm, irgendwann könnte ich es mal benutzen, dann schickt mir sie nicht, das ist natürlich klar. Nur wenn ihr gar nichts damit anfangen könnt, wäre das ganz cool. Nur mal so. Gut, genug der Bettelei, bevor ich hier das als Bändermeister betitelt werde oder so. Ich guck noch mal eben mein Handy, was war denn noch alles? Ach ja, genau. Game of Thrones wollte ich mal ganz kurz ansprechen. Ich sagte eben, wir haben sehr viele geguckt. Jetzt fällt mir auch ein, was wir geguckt haben. Total Banane. Wir sind voll auf Game of Thrones hängen geblieben, also meine Frau und ich. Wir haben da in dem letzten Monat quasi die komplette erste Staffel haben wir durchgeguckt. Ich habe mir die auf Blu-ray mal gekauft, die ist ja günstiger geworden jetzt. Und Staffel 2 sind wir momentan dran, in Folge 7. Es sind ja immer 10 Folgen, eine Stunde pro Staffel, das heißt circa 600 Minuten, 550 Minuten sind es grob pro Staffel, haben wir jetzt fast komplett durch und ich bin wirklich begeistert. Es gibt ein paar Leute, habe ich schon gehört, die mögen das nicht so. Der Rainer Schauder hat gesagt, es ist nur eine Fantasy-Seifenoper, in der es darum geht, wer mit wem fickt und wer wen bescheißt. Naja, kann man sehen, wie man will. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Ich gucke mir das gerne an. Ganz coole Serie, meiner Meinung nach. Boah, ich krieg jetzt schon einen trockenen Mund. Ach, übrigens, immer noch mein Daddelclub, Dingsbums. Jo, Game of Thrones, coole Serie. Ich finde am coolsten, es gibt ja, jeder hat da so seinen eigenen Lieblingscharakter, glaube ich. Denn
Das wollte ich ja sagen. Ich trinke nochmal. Es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Charaktere, die man da gut finden kann oder die da auch mitspielen. Und ich finde cool den Zwerg. Ich glaube, den finden den wie heißt er noch? Tü. Oh Gott, wir haben es letztens noch geguckt. Auf jeden Fall der Kleine, der Gnom, der Lannister. Den finde ich ganz cool. Den finden, glaube ich, sehr viele cool. Dann gibt's noch den Rob, finde ich ganz cool. Rob Stark ist irgendwie ein ganz cooler Charakter. Und wen ich super finde, ist der Dicke oben bei der Nachtwache. Den finde ich klasse, da kann ich so gut drüber lachen. Und ich muss sagen, dieser König, Joffrey, er nervt ein wenig, als so als wie er den spielt, aber ich habe lange nicht mehr einen Schauspieler bzw. einen Charakter in einer Serie oder einem Film so sehr verabscheut wie diesen blöden jungen König da. Der ist ja einfach nur widerlich krank und ich weiß es nicht. Obwohl er noch sehr jung ist, der Schauspieler. Ich finde, er macht das da ganz gut. Es nervt manchmal ein bisschen, weil er ist wirklich nur abgefuckt. Das nervt manchmal ein wenig, aber eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ist selten, dass mich in eine Rolle so sehr runterzieht, wie wenn ich den immer sehe, um was er so redet. Game of Thrones, coole Serie. Ich finde es schade, dass Staffel 3 jetzt noch so lange dauert, bis ich sie gucken kann. Denn man kann sie, glaube ich, zwar online sehen. Kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Kann man die online gucken irgendwo? Auf Deutsch glaube ich nicht. Ne? Ich glaube, wenn, dann auf Englisch. Und das ist das Problem. Ich würde es auf Englisch noch gucken. Zwar auch nicht alles verstehen, bei weitem nicht. Aber ich würde es mir noch angucken, um es zu sehen. Um es überhaupt gucken zu können. Aber meine Frau wird da, glaube ich, nicht so ganz mitkommen. Weil irgendwie hat sie ihr Schulenglisch komplett verlernt. Wir haben schon gesagt, wenn unsere Tochter irgendwann mal in die Schule kommt und Englisch lernt, kann meine Frau wieder mit Englisch lernen. Bei mir geht's dann auch durch die Videospiele, ist ja viel in Englisch, deswegen komme ich dann auch ganz gut mit eigentlich. Naja, so viel dazu. Ich muss schon wieder gucken, es ist so viel. Das haben wir hier. Ich habe es eben kurz angesprochen, Nintendo, Spiele, Sterne, Nintendo schickt mir was, Nintendo schickt mir nichts. Boah, ich verstehe es nicht. Wenn ich sehe, wer hier sonst bei YouTube Spiele geschickt bekommt, um die vorzustellen oder da ein Unboxing oder sonst was zu machen, ich freue mich für die Leute, natürlich, ist doch eine coole Sache, wenn man ein Spiel zum Vorstellen zugeschickt bekommt und darf es dann sogar behalten. Aber ich hatte damals Nintendo angeschrieben, ich habe dann mit der guten Frau, die da immer war, habe ich da geschrieben und sie meinte auch, ja klar, eine Bemusterung auf deinem Kanal ist auf jeden Fall möglich. Generell, man muss halt nur bei jedem Spiel immer abwägen, ob das dann geht oder nicht. Und na gut, habe ich gedacht, dann frage ich halt für die Spiele, die mich interessieren, frage ich an. Und da war dann das erste Spiel, was mich damals interessierte, war Luigi's Mansion 2, habe ich sie angeschrieben. Und dann kam als Antwort, sie macht das jetzt nicht mehr, ihr Kollege übernimmt das Ganze und ja, dann war es vorbei, weil dieser Kollege mag mich irgendwie nicht oder ich weiß nicht wieso, warum, ob er nicht weiß, dass es schon abgeklärt ist. Ich habe keine Ahnung wieso. Er sagt jedes Mal, nein, es geht nicht. Luigi's Mansion 2 habe ich nicht bekommen. Monster Hunter 3 Ultimate Dingsbums habe ich auch nicht bekommen. Jetzt habe ich für Donkey Kong Country Returns 3D angefragt, habe ich auch schon eine Absage bekommen. Und ich hatte noch angefragt, ich hatte noch irgendein Spiel, was ich gefragt habe, was er mir... ich weiß es nicht, auf jeden Fall war es noch ein Spiel auch. Nein, geht nicht. Jetzt habe ich nochmal eine E-Mail geschickt an ihn. Warum, wieso? Weil wenn eine Bemusterung bei mir nicht möglich ist, dann brauche ich auch gar nicht mehr zu schreiben. Dann soll er mir das jetzt sagen, dann ist es ja okay. Dann muss ich halt gucken, dass ich mir die Spiele, die ich kenne, hätte. Ich meine, ich kaufe sie mir sowieso. Das ist ja nicht das Problem, aber ich weiß nicht. Ich finde da dieses... Und dann schicken sie ja immer Merchandise-Sachen. Ich habe das jetzt ein paar Mal schon gesehen. Bei Luigi's Mansion 2 hatten alle Leute, die es geschickt bekommen haben, diesen Buhu Dingsbums da dabei aus Kunststoff oder was er war, so eine kleine Figur. Warum? Lass den Scheiß doch weg und schickt lieber mehr Exemplare an die Leute. Ich meine, schön, ich würde mich aufräumen, wenn ich so einen Buhu bekommen hätte oder einen jetzt bei dem 3DS-Spiel von Lego City Undercover, ich glaube The Chase Begins heißt das, da war eine Tasse dabei, habe ich gesehen, bei sehr vielen. Warum? Lass diese blöde Tasse doch weg. Und wenn ich sehe, wie das schon wieder eingepackt war, das ist typisch Nintendo. Auch die Club-Nintendo-Sachen sind verpackt wie der letzte Rotz. Also der könnte es auch rüberwerfen, von wo auch immer die sitzen. Bescheuert. Denn die Tasse, beim Herrn Consolero war das zum Beispiel, die Tasse war kaputt. Super.
klar, ich habe das schon rein, wie das Paket aufgemacht hat, sah man da sehr viel Gedöns. Es war so ein Luftpolster-Scheiß da drin. Aber der Luftpolster-Scheiß hat die Taste nicht. Also, dann packe ich die Taste doch irgendwie noch ein in so eine, es gibt ja extra so Vorrichtungen dafür, so Pappteile, dass da nichts dran kommt. Und dann fliegt das Ding lose im Karton rum. Ist doch klar, dass das kaputt geht. Ist doch eigentlich Schuld der Post, weil die das Paket wahrscheinlich rumwirft, aber dann verpacke ich es doch ordentlich. Wenn ich schon sowas mitschicke. Aber es nützt eine Tasse, die kaputt ist. Naja, egal. Deswegen, ich verstehe nicht ganz, warum bei mir jetzt da auch immer so Hantier gemacht wird und ich dann doch nichts zugeschickt bekomme. Stört mich nicht, ich werde es mir trotzdem kaufen. Aber einen kleinen Knick so in Nintendo, weil ich bin ja ein Nintendo-Fanboy, wie ihr wisst, und stehe voll auf den ganzen Scheiß, egal was die machen. Aber irgendwie die Verkaufs- und Marketingpolitik von denen ist ein klein wenig merkwürdig, finde ich, in letzter Zeit. Naja, apropos, ich habe gerade eben noch endlich mal meine Wii U registriert im Sterne-Dingsbums da. 1000 Sterne habe ich bekommen. Schön, jetzt habe ich fast 5000 zusammen und ich weiß nicht, ob ich mir so eine blöde Statue holen soll. Das Problem ist, es gibt ja momentan diese Mario Kart Trophäen. Gibt's ja alle da als richtige Trophäe zum Hinstellen. Es gibt momentan erst neu den Pilz und die Banane. Also Pilz Cup und Bananen Cup. Finde ich ganz cool. Ich wusste nicht, ich hätte jetzt den Pilz wahrscheinlich genommen. Den finde ich irgendwie cooler. Ich hätte aber auch gern den Super Nintendo Wii Controller, was wahrscheinlich mehr Sinn machen würde, denn ich habe nochmal richtig Bock, alte Nintendo, Super Nintendo Spiele zu spielen, aber eher auf der Wii, dann halt aus dem Nintendo eShop runterladen. Denn wenn ich mir die ganzen Pokale da kaufen würde, dann müsste ich schon alle komplett haben. Wenn ich da nur einen habe, weiß ich nicht, das ist zwar auch cool, aber und alle komplett, 5 verschiedene, das sind 25.000 Punkte, wo soll ich die hernehmen? wie auch immer, ich weiß es nicht. Ich muss mal sehen. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen sparen und mir dann diesen Super Nintendo Classic Controller da holen. Zum Trinken bin ich auch zu blöd heute. Ja, so viel zum Thema Nintendo-Bemusterung. Also ich warte mal ab, was da jetzt kommt. Der hat mir bisher noch nicht geantwortet. Ich habe ihm dann in meiner letzten E-Mail geschrieben, nochmal, dass ich damals halt eine Bewerbung geschickt habe. Sehr lange. Ich habe da sehr viel reingeschrieben und wer ich bin, was ich mache und. Und jetzt habe ich ihm aber nochmal zusätzlich zu dieser Info, dass eine Bewerbung vorliegt von mir, habe ich ihm auch nochmal ganz kurz geschrieben, was ich überhaupt mache bei YouTube und ja, dass ich mit Nintendo groß geworden bin und bla bla bla. Mal sehen, was er antwortet. Wenn er nicht antwortet, werde ich auch nicht mehr nachfragen. Werde mir aber dann auch überlegen, ob ich Nintendo-Spiele vorstellen werde oder nicht. Weil mit einem 3DS, also ein 3DS-Spiel vorzustellen, ist immer schon ein blöder Aufwand, weil ich halt diese Sachen abfilmen muss. Und ich filme die Sachen immer nicht während dem normalen Spielen des Spiels ab, sondern ich spiele es halt und wenn ich dann eine Szene gut finde, muss ich ihn nochmal spielen und mit meiner Vorrichtung, die ich mir gebaut habe, aufnehmen. Wenn ich jetzt für eine große Konsole ein Spiel vorstelle, dann lasse ich nämlich einfach Gameplay-Material auf, während ich spiele und schnibbel mir was zusammen und so, das geht ja eigentlich. Aber ein 3DS-Spiel ist ja schon aufwendig und ein bisschen blöd vorzustellen. Deswegen werde ich mir dann überlegen, ob ich über Donkey Kong Country Returns 3D überhaupt ein Video machen werde. Naja, mal gucken. So, was haben wir denn noch? Ich gucke nochmal gerade durch von oben. Das habe ich erwähnt. Erdeschaufeln habe ich gesagt. Bayern gegen Barcelona habe ich erwähnt. Facebook-Seite. Sehr viel Unboxings habe ich erwähnt. Filme. Ja, noch was ich sehr cool fand. ich habe... mein Arbeitskollege hat einen Sohn, der ist, ich glaube, 10 Jahre oder so, der hat auch einen Nintendo 3DS und hat aber logischerweise als 10-jähriger Junge nicht so viele Spiele. Klar, hatte ich damals auch nicht. Ich musste auch viel von meinem Taschengeld kaufen und dann hat man sich überlegt, oh, ich kaufe mir jetzt mal ein Spiel und das spielt man natürlich dann sehr viel, weil man hat halt nur eins oder zwei. Und ja, sein Sohn hat halt jetzt dann rausbekommen, dass man mit dem 3DS auch, dass es einen Shop gibt, einen Online-Shop, wo man Sachen runterladen kann und auch Demo-Versionen vor allen Dingen runterladen kann. Und jetzt wollte er wissen, wie man den 3DS mit dem Internet verbindet. Und mein Arbeitskollege, also der Vater von dem Jungen, der hat halt dann nicht direkt gewusst, wie das geht und sagt, hey, ich habe bei mir auf der Arbeit jemanden, der kennt sich mit dem ganzen Scheiß aus. Ich nehme den 3DS mal mit, dann soll der mir zeigen, wie das geht. Das habe ich auch gemacht, habe ihm alles erklärt, wie man dann da die WLAN-Verbindung einstellt und so weiter. Dann habe ich ihm gesagt, guck mal, kennst du das hier? Und bin auf die Statistiken gegangen, um halt, man kann ja beim 3DS gucken, genau wie bei der Wii, wie lange, wie oft, wie viel und wann und was man gespielt hat.
ist für mich super. Ich stehe voll auf Statistiken. Ich bin absoluter Statistiker, wenn es um Videospiele geht. Sei es, wenn ich meine Sammlung archiviere, sei es bei einem Spiel halt möglichst gute Statistiken zu haben und so weiter. Da stehe ich voll drauf. Und deswegen ist natürlich dieses 3DS oder Wii Statistik-Dingsbums, was mir anzeigt, wann ich was, wie viel gespielt habe. Und eine Rangliste mit den meistgespielten Titeln ist für mich total wichtig. Warum auch immer. Total bescheuert eigentlich. Aber ich stehe halt da drauf. Und dann habe ich mir gezeigt, guck mal hier, kannst du genau gucken, wann dein Sohn was gespielt hat und so, ne? Und dann zeige ich ihm die Rangliste und ich gucke da rein. Und ich dachte jetzt, ich hatte gar nicht damit gerechnet, weil bei mir ist das meistgespielte Spiel Castlevania momentan mit fast 9 Stunden. Und danach kommt mit 7,5, ich glaube, Ocarina of Time und Luigi's Mansion 2 und so. Und dann sehe ich, dann gucke ich auf die Rangliste bei ihm. Ich denke, alter Schwede, was ist das denn? Hat er Super Mario 3D Land, ich habe 77 Stunden schon gespielt. Und Lego City, nicht Lego City, Lego Star Wars 3, ich glaube auch irgendwie so 73 Stunden. Und danach kamen andere Spiele mit 50 Stunden und sowas alles. Also er hatte schon ein paar Spiele drin, aber Wahnsinn. 77 Stunden in Super Mario 3D Land verbracht. Ich habe, glaube ich, jetzt momentan 8 Stunden in dem Spiel verbracht und habe wirklich schon sehr viel freigespielt und habe auch sehr viele Münzen schon gesammelt und so weiter. Also sehr beeindruckend fand ich das. Und dann habe ich das meinem Arbeitskollegen halt gezeigt und sagte, boah, ist schon ordentlich. Und er hat das seinem Sohn dann auch erzählt und der sagt, oh ja, cool. Dann er war, glaube ich, ein bisschen stolz darauf, dass er so viel da gespielt hat schon. Sein Vater, glaube ich, nicht so sehr. Auf jeden Fall fand ich sehr beeindruckend. 77 Stunden in Mario 3D-Land. Klar, wenn man nicht viele Spiele hat, warum nicht dann? Ich habe damals auch Super Mario World auf dem Super Nintendo ohne Ende gespielt und ich meine, 77 Stunden ist ja, wenn man mal ehrlich ist, nicht so mega viel. Wenn man es jetzt mit einem Simulationsspiel oder mit einem Rollenspiel oder gar mit einem MMO oder irgendwie sowas vergleicht, ist es ja nichts. Aber für Super Mario fand ich 77 Stunden schon hart. Und das nächste Coole war, dann hat natürlich sein Vater gewusst, ah, okay, wenn ich hier drauf gehe, dann kann ich gucken, wann mein Sohn was gespielt hat. Und er hat dann mal kontrolliert und es war sehr lustig. Er hat wohl dann seinen Sohn irgendwie hat er gesagt, hör mal, guck mal hier, kennst du das ja? Dann reingeguckt und hat dann gesehen, dass er an einem Wochenende 8 Stunden gespielt hat. 8 Stunden. Ich meine, habe ich damals auch gemacht, okay, aber dann hat sein Sohn gesagt, oh wie hast du denn das jetzt gesehen? Ja, hier kann man Statistiken gucken und hat sein Sohn wohl gefragt, Papa, kann man das löschen? Fand ich super. Coole Reaktion. Ja. Okay, also wird er wahrscheinlich demnächst auch nicht mehr morgens vor der Schule um 6 Uhr den 3DS starten, um ein bisschen zu spielen, damit sein Papa das nicht sieht. Cool, habe ich einem Jungen wieder den Spielspaß verdorben. Schön, finde ich. Naja, so viel zu dieser Geschichte. Es tut mir leid, ich muss schon wieder mein Handy gucken. Jo, im Prinzip war es das schon bald. Das haben wir. Filme habe ich. Viele Unboxings habe ich eben schon erwähnt, bla bla bla. Dann gehen wir mal zum nächsten Punkt über, nämlich was habe ich im Monat April gekauft und was gespielt? Gekauft habe ich eigentlich Injustice. Das war einer der größten und teuersten Titel im April. Ich glaube, das war auch der einzige große Titel im April. Ich meine ja, habe ich bisher nur das Unboxing so gemacht, nämlich zur Collectors Box. Ich muss jetzt da hochgucken, da oben steht die Figur. Verlinke ich euch unten oder ihr sucht es euch selber raus. Ich weiß es nicht. Jo. Cooles Spiel, kann ich nur schon mal sagen. Ich habe noch nicht so viel Zeit gehabt, es weiterzuspielen. Ich habe schon ein bisschen Gameplay-Material aufgenommen. Ich werde dazu auch ein Finchi zeigt machen. Ich habe dann noch ein paar Ideen, wie ich das anders gestalten kann. Noch aufwendiger, also was heißt noch aufwendiger? Es ist ja bisher nicht aufwendig, aber ich werde es aufwendiger gestalten. So ein bisschen wie bei Gamepad Addict. Er macht da ja so eine Mischung aus. Immer noch aus seinem er sitzt und erzählt, dann hat er wieder Off-Text, dann hat er wieder Let's Play, dann kommt wieder Off-Text und so weiter und so fort. Und so in diese Richtung möchte ich auch gehen. Ich möchte mir aber nicht zu viel von ihm abgucken, das habe ich eh schon zu viel gemacht. Mal gucken, was ich da so basteln werde, weiß ich noch nicht genau. Kann noch ein paar Tage dauern, denn ich komme nicht dazu, dieses Spiel zu spielen. Dann habe ich gespielt Luigi's Mansion 2, natürlich. Ich bin jetzt bei der letzten Mission in dieser Industriehalle da, in dieser Fabrik. Also ich denke mal, danach kommen, glaube ich, noch 2 Level, soweit ich das weiß. Also 2 Schauplätze. Ich glaube noch diese Schnee-Dingsbums und dann kommt noch das Schloss an sich, kommt, glaube ich, noch.
ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich habe da, wie gesagt, auch schon 7,5 Stunden drin verbracht. Ich habe auch manche Levels nochmal gespielt. Die ersten paar, weil ich einfach mal, ich hatte nicht so viel Zeit, um ein neues zu starten, habe ich das erste nochmal gespielt, ein paar Sachen gesammelt und so weiter. Coole Sache. Dann habe ich noch gespielt, das habe ich letztens mal nochmal rausgekramt. Ich hatte Bock auf ein Rennspiel. Ich habe ja auch Formel 1 für den 3DS, Formel 1 2011, aber irgendwie, ja, es ist cool, klar. Es ist ein sehr gutes Rennspiel für den 3DS, wenn man auch mal so auf die Grafik guckt und den 3D-Effekt und Formel 1 halt, ist okay, ist ein Lizenztitel, ist super. Aber irgendwie, man kann es halt nicht mal anmachen und kurz spielen. Wenn ich das anmache, dann muss ich immer ein komplettes Rennwochenende machen. Das heißt Training, damit ich überhaupt die Strecke mal wieder hinkriege. Ich meine, die Strecken kenne ich fast alle von der großen Konsole. Aber auf dem 3DS zu spielen, ist es immer noch ein bisschen anders. Dann dann muss ich halt das Qualifying machen, damit ich einen ordentlichen Startplatz bekomme. Dann muss ich das Rennen fahren, das dauert auch immer ein bisschen. Und halt so für ein Rennwochenende gehen da 20, 30 Minuten schon mal drauf mit Einstellungen und bla. Und das ist noch schnell, weil ich halt nur eine kurze Rundenzahl immer fahre und sowas. Und auf leicht, glaube ich, oder auf sowas noch spiele. Deswegen ist dann, wenn ich halt 20 Minuten, eine halbe Stunde spielen muss, ist schon, so viel Zeit habe ich momentan einfach nicht. Es ist einfach nicht drin. Mario Kart kann ich halt auch mal schön abends irgendwie kurz nach der Arbeit noch anmachen und spiel mal 10 Minuten oder spiel auch mal was länger, wenn es geht. Aber halt, ich kann auch wieder ausmachen. Es ist, na, ist halt nicht schlimm, wenn ich einfach ausmache und nicht mehr weiterspiele. Jo, deswegen Mario Kart 7 für den 3DS. Cool. Ist ein sehr cooles Spiel. Wollte ich auch immer ein Video zu machen, aber lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Mario Kart ist Mario Kart. Es ist ähnlich wie die Wii-Version. Ja, sehr viele. Der blaue Panzer, der geht mir immer auf die Nüsse. Ich bin mal gespannt, ob eine Wii U-Version bald kommt. Es ist ja, so Gerüchte gehen ja um, dass Ende des Jahres eine Wii U-Version für Mario Kart kommt. Genauso wie für ein 3D-Mario, wie für ein Zelda, wie für dies, wie für bla und keine Ahnung. Jo, das habe ich gespielt. Gestern, das zählt noch, zählt das schon zu Mai oder noch zu, weil es war, eigentlich war es im Mai, wenn man es genau nimmt. Aber es zählt noch hierzu, es war halt gestern, deswegen erzähle ich euch noch. Bei uns war ja hier Weihnacht, ich komme ja hier aus dem Rheinland und beziehungsweise aus der Nähe von Aachen. Und da ist es üblich, dass man, ich weiß nicht, ob man das kennt, woanders, in der Weihnacht stellt man einen Maibaum oder ein Maiherz oder ein Maibild. Das heißt, für alle, die es nicht kennen, zum Beispiel, ihr habt eine Freundin und in der Maihnacht stellt ihr eurer Freundin, nein, keinen Baum, sondern ein Herz. Das heißt, ein Herz, das ist so mit so Rosen, mit so Krepppapier und so, bastelt man das oder man kann es auch kaufen. Ich habe jetzt diesmal eins gekauft, weil ich halt, wann soll ich das machen? Das habe ich gar keine Zeit für. wenn man aber nur ich sag mal, auf ein Mädel steht und möchte dieses Mädchen umgarnen, dann setzt man einen Maibaum. Das heißt, das ist ein Baum, was ist es nochmal? Das ist keine Birke, sondern auf jeden Fall irgendein Baum. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie die Dinger heißen. Die kann man hier auch kaufen. Das ist dann wie woanders der Weihnachtsbaum verkauft. Gibt es hier einen Maibaum verkauft von den ganzen Maigesellschaften und so. Zu vergleichen mit Schützenvereinen, falls ihr das kennt. Dann schmückt man diesen Baum mit Krepppapier in allen möglichen Farben. Das ist halt ein Brauch und den setzt man dann der Angebeteten ans Haus. Ist man aber mit dem Mädel schon zusammen, dann macht man ein Herz. Weil der Baum signalisiert halt, hier, ich erhebe Anspruch auf diese junge Frau, aber sie ist eigentlich noch zu haben. Wir sind nicht zusammen. So. Und das Herz besagt halt, man ist schon zusammen oder wir in meinem Fall jetzt verheiratet sogar. Und meine Frau hat halt noch nie was von mir bekommen, da sie damals nach 3 Monaten schon zu mir gezogen ist und ich eigentlich keinen Bock hatte, an mein eigenes Haus hier einen Maibaum oder ein Herz hinzuhängen. Na gut, jetzt nach 6 Jahren habe ich gedacht, komm, hol mal ein Herz, dann freut sie sich, hat sie auch getan, sie hat sich sehr gefreut über dieses Herz. Es hängt auch nicht draußen, man kann es von draußen zwar sehen, es hängt im Fenster, zeigt aber nach innen, weil es ist ja für meine Frau, nicht für die Außenwelt. Na gut, auf jeden Fall habe ich gestern, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe gestern mit einem Arbeitskollegen und Freund zusammen, wir haben das Herz halt besorgt vorher und haben dann gestern nach der Spätschicht, haben wir uns hier bei mir getroffen und haben ein bisschen was gezockt, so in der Weihnacht. Andere Leute fahren dann draußen im Auto rum und saufen und was weiß ich nicht alles. Fahren im Auto rum und saufen. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, man ist halt draußen unterwegs und macht irgendeinen Scheiß. Es ist auch Brauch, dass man zum Beispiel dann in dieser Nacht
von den Leuten die Fußmatten zum Beispiel von der Haustüre wegklaut und auf den Markt oben legt, gestapelt, dann kann man sich die am nächsten Tag da abholen. Man muss auch aufpassen, wenn man einen Maibaum setzt, dass der nicht geklaut wird. Das heißt, wenn man um 2 Uhr den Maibaum setzt in der Nacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er am nächsten Morgen weg ist. Man sollte da schon warten bis irgendwie morgens, um 5, 6, 7 Uhr oder so. Am besten, wenn es schon wieder hell ist. Oder ihn bewachen oder festketten oder was auch immer. Und wir haben halt gedacht, komm, wir haben eh das Herz, wir hängen es sowieso drinnen auf, wir müssen es nicht draußen aufhängen. Dann zocken wir einfach eine Runde bei mir. Wir haben uns hier schön ein Bierchen, er hat einen Energy-Drink getrunken und so. Haben draußen was auf dem Einweg-Grill gegrillt. Ja. Und das war ganz lustig. Und wir haben gestern zuerst Injustice gespielt, ein bisschen gegeneinander. War ganz cool, vor allen Dingen, wenn, ich kann es auch nicht gut, weil ich bin auch kein Mortal Kombat-Spieler. Es spielt sich ja wohl ähnlich wie Mortal Kombat. Es war lustig. Wir haben halt, mal habe ich gewonnen, mal hat er gewonnen. Und was haben wir noch gespielt? Das war danach richtig cool, weil ich wusste dann nicht mehr, was ich noch für die PlayStation 3 noch rausholen soll. Ich meine, ich habe zwar hunderte Spiele hier für die PS3, aber irgendwie hatten wir Bock, Super Nintendo zu spielen. Und wir haben dann Super Soccer gespielt, wir haben mal kurz F-Zero gespielt und wir haben Super Mario World gespielt, aber das hat nicht so ganz geklappt irgendwie. Vor allen Dingen mit so einem Elephant drin fällt man öfters mal runter. Musste ich feststellen. Ja, das habe ich gespielt. Sonst habe ich eigentlich gar nicht so viel gespielt diesen Monat, fällt mir so auf. ich muss mal gerade gucken. Nö, das war's. Sonst habe ich eigentlich gar nicht groß was gespielt. Castlevania habe ich durchgespielt. Doch, genau, ganz am Anfang. Ich habe ja, wie gesagt, den Podcast mit dem Rainer Schauder abgehalten. Und danach war ich so wieder gehypt auf dieses Spiel und habe das tatsächlich beendet. Klar, was vergesse ich das denn? Das ist doch fast das Wichtigste. Ich habe ein Spiel durchgespielt. Castlevania, Mirror of Fate, durch. Sehr schön. Das war auf jeden Fall ein cooles Spiel. War ja auch mein erstes Castlevania. Ich habe vorher noch nie Castlevania gespielt. Jetzt habe ich natürlich das Problem, ich würde mir auch dann in diesem Jahr noch Castlevania, Shadow, wie hieß das denn, das normale? Gott. Auf jeden Fall das, was halt für die PlayStation 3, wie heißt es denn, bin ich ja total Banane? Ich muss mal gerade gucken, gehen Sekunde. Ja klar. Lords of Shadow. Es heißt Lords of Shadow. Boah, bin ich Banane. Das ist das Bier wahrscheinlich. Wie lange rede ich eigentlich schon? Alter Schwede, 37 Minuten, 38 Minuten. Lords of Shadow 1 habe ich ja nicht gespielt. Deswegen weiß ich nicht, wenn Lords of Shadow 2 rauskommt, inwiefern man da Teil 1 für gespielt haben muss. Ob es reicht, wenn ich Mirror of Fate durchgespielt habe, ob ich das dann trotzdem verstehe. Weil ich will Teil 1 nicht nachholen. Das ist, ich habe da keine Zeit für. Ich habe noch so viele Sachen hier rumstehen. Ich meine, ich kaufe sowieso mehr, als ich spielen kann. Wenn man es mal genau nimmt, bin ich auch mittlerweile mehr ein Sammler als ein Spieler. Naja, wie auch immer. Das war es dann aber tatsächlich für April. Das habe ich gespielt im April. Ich glaube, sonst war's sonst, was ich gespielt habe. Ja. Die letzten paar Tage, fällt mir gerade noch spontan ein, die Geständnisse eines Nerds. Das scheint ja wirklich der neue Harlem Shake aus Deutschland zu sein, in der Nerd-Videospielszene. Ja, Entschuldigung. coole Sache fand ich das, was der Yeti Win da wieder für eine Idee hatte. Wieso komme ich nicht auf so eine Kacke? Das ist ja furchtbar. Warum sind andere Leute immer kreativer als ich? Naja, auf jeden Fall freut es mich, dass dadurch auch sehr viele Abonnenten dazugekommen sind. Ich habe sowieso die 400 Abonnenten geschafft. Oh Gott, wie konnte ich denn das vergessen? 400 Abonnenten geknackt. Gewinnspiel ist ja schon am Laufen. Wer da noch nicht teilgenommen hat, guckt einfach mal 2 Videos zurück. Da ist das Gewinnspiel für die 400 Abonnenten. Können die ja einen lustigen Film gewinnen. Und ihr habt mir auch fleißig Fragen da schon gestellt. Das werde ich, ich habe ja gesagt, ihr könnt mir noch bis zum 4.5. Fragen schicken. Das ist am Samstag. Ich werde also Samstagnacht das FAQ-Video aufnehmen mit den Fragen, Antworten von mir für euch zum Hören. Okay, alles klar, ich sollte nicht so viel Bier trinken bei sowas. Ich würde sagen, ich laber gar nicht mehr so viel weiter, wir gehen mal zum nächsten Punkt über, nämlich der Kanal des Monats. Und da gibt es diesmal wieder 2.
Genau genommen einmal der Kanal des Monats und dann gibt es noch einen ganz besonderen Kanal, den ich euch mal kurz erwähnen oder zeigen möchte. Was mich sehr freuen würde, wenn ihr da mal drauf geht und den jungen Mann abonniert und mal ein bisschen seine Videos guckt. Aber erstmal kurz zum Kanal des Monats. Ich habe da ein bisschen überlegt, am Anfang bis zur Hälfte des Aprils habe ich gedacht, meine Güte, was sollst du denn da nehmen? Es kam einfach nichts. Dann habe ich überlegt und habe ein bisschen geguckt und ich habe mir ein paar Kanäle angeguckt, ein paar neue, ein paar alte, was machen die noch so. Und zuerst mal habe ich dann, die sind aber ganz knapp dran vorbeigerutscht, ganz knapp, wären es fast geworden. Mal gucken, was nächsten Monat so kommt von denen, nämlich die Teledudes. Aber da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Wie gesagt, die sind es nicht geworden diesmal, ganz knapp dran vorbei. Es hat jemand anders geschafft. Die letzten Tage hat er mich sehr gut unterhalten mit seinen Videos. Es hat mich sehr beeindruckt, was er da so raushaut momentan. Und vor allen Dingen kommt er ganz aus meiner Nähe, er kommt auch aus der Nähe von Aachen, nämlich der Andi von Retro Video Games Review. Verlinke ich euch natürlich unten, klar könnt ihr gucken. Ja, ist ein cooler Typ, der auch mehr sammelt, als er spielt, soweit ich das weiß. Er hat eine riesengroße Spielesammlung, hat glaube ich von Nintendo 64 fast alle Spiele, er hat insgesamt 1200 Spiele und ja, das ist mein Kanal des Monats. Warum? Keine Ahnung, weil es einfach mir Spaß macht, seine Videos zu gucken. Ich gucke nicht alles. Wie gesagt, er haut fast jeden Tag ein Video raus. Sei es ein Gameplay-Check, ein Unboxing, eine Review, keine Ahnung. Es gibt, was ich sehr cool finde bei ihm, die Game Hunter-Folgen. Die gucke ich mir immer an und die gucke ich auch wirklich, denn das passt bei mir ganz besonders. Game Hunter heißt, er geht mit einer Videobrille. Er hat so eine Brille, mit der man halt aufnehmen kann. Geht er über Flohmärkte und sucht alte Spiele und Schnäppchen und so weiter und man kommentiert das dann Ganze im Nachhinein und man sieht halt, wie er da über die Flohmärkte läuft. Und das Interessante ist halt, ich kenne ja die ganzen Plätze von den Flohmärkten, weil ich ja hier aus der Gegend komme und früher auch schon mal auf Flohmärkten unterwegs war. Jo, cool. In dem Fall hier auch mal an dich, Andi, falls du es siehst, wenn du Bock hast, können wir gerne mal zusammen die Flohmärkte hier unsicher machen. Ich weiß ja nicht, wir können ja mal schreiben, wo du genau wohnst, wo ich genau wohne, dass es nicht zu weit weg ist, denn ich habe keinen Bock oder so mega weit zu fahren. Ich glaube, du fährst ja auch da relativ weit. Vielleicht können wir mal, du hast Frau, ich habe Frau, ich habe Kind. Ich weiß, ich glaube, du hast, glaube ich, noch keinen Nachwuchs, aber auf jeden Fall können wir mal so einen Familienausflug machen und über die Flohmärkte hier ein bisschen flanieren und dann mal gucken, was da so abgeht. Wäre eine ganz coole Sache, glaube ich. Wenn es sich anbietet. Das ist immer so eine Idee gerade von mir, die ich gerade spontan in meinem kranken Gehirn entwickelt habe. Meine Güte, ich komme mir vor wie beim Dattelfloh bei der Bierverköstigung. Bei dem kann man auch im Video beobachten, wie er voll wird. auf jeden Fall ist Retro Video Game Reviews, der Andi, ist mein Kanal des Monats. Guckt ihn euch einfach mal an, ist ein sympathischer Kerl. Macht interessante Videos, macht informative Videos und kann ich euch nur empfehlen. Und jetzt nochmal ganz kurz zum zweiten Kanal des Monats. Es ist nicht unbedingt Kanal des Monats, aber es ist einer, den ich euch gerne ans Herz legen möchte. Nämlich, es ist ein junger Mann, der gute Laune-Typ hat mich auf ihn aufmerksam gemacht, wie schon auf so viele Kanäle. Genauso wie auf Retro Video Game Reviews hat er mich auch aufmerksam gemacht. Und zwar geht es jetzt um den Rolli Adler 87. Und wenn ich sage Rolli Adler, dann meine ich auch Rolli, nämlich Rollstuhl. Es ist ein junger Mann, er hat diese Glasknochenkrankheit. Das heißt, wenn er mit dem Arm nur irgendwo drankommt, bricht der Arm sozusagen. Soweit ich das weiß, ist das so eine Krankheit, dass die Knochen halt sehr instabil sind und er sitzt auch im Rollstuhl. Aber es ist ein sehr sympathischer Kerl, er macht ja echt coole Videos, er macht doch relativ viele Videos mittlerweile. Er möchte zeigen mit seinem Kanal, dass auch jemand mit Glasknochen was drauf hat. Diese Aussage am Anfang fand ich schon wirklich sehr cool. Er stellt aber auch, das ist das nächste cool an dieser ganzen Sache, er zockt auch. Er hat im Hintergrund immer einen Gamecube stehen gehabt, da habe ich schon gesagt, alles klar, Gamecube, cooler Typ. Und diesen Kanal möchte ich euch mal so ein bisschen empfehlen. Guckt mal an, er macht Gedichte, er malt Bilder von seinen Lieblingsprominenten und keine Ahnung was. Er stellt Spiele vor aus seiner Kindheit. Er hat jetzt ein Video gemacht über Filme, die er hat und die er gerne geguckt hat. Und
Diesen jungen Mann möchte ich euch gerne mal ans Herz legen. Das guckt da mal rein, verlinke ich euch auch unten. Könnt ihr gerne mal reingucken. Jo, das sind meine Kanäle des Monats, die ich euch gerne mal zeigen möchte. Jo, ich gucke mal gerade hier an mein schlaues Handy. Wenn da jetzt nichts mehr ist, was ich noch sagen muss, das habe ich alles gesagt. Jo, das war's eigentlich schon. Dann gehen wir zum nächsten Punkt, das ist doch glaube ich schon der letzte, nämlich den Ausblick auf Mai 2013. Was wird gekauft, beziehungsweise was interessiert mich? Gekauft habe ich jetzt, ich habe ein paar Sachen bestellt, jetzt noch für den 3DS, denn einfach, mir ist jetzt klar geworden, dass ich eigentlich kein richtiger, ja doch, also ich bin schon noch ein Gamer, ich spiele sehr gerne, aber ich kann einfach nicht alles spielen, was ich habe. Ich möchte aber gerne sehr viel haben und ich möchte sammeln und deswegen ist mir klar geworden, ich bin eigentlich mehr ein Sammler. Ist wahrscheinlich euch schon länger klar, mir war es bisher noch nicht klar, ich weiß es aber jetzt auch. Deswegen habe ich jetzt mal ein paar günstigere 3DS-Titel bestellt, unter anderem, weil auch die Nintendo Club-Punkte wieder drin sind und es gibt ja mittlerweile Spiele, die kosten nur noch 8-9 Euro. Zum Beispiel habe ich mir Tekken 3D habe ich mir gekauft, Dead or Alive Dimensions habe ich mir jetzt bestellt. Das kommt alles die nächsten Tage irgendwie an, mal sehen, wie ich das mache. Vielleicht mache ich nochmal ein Update zum 3DS oder so, keine Ahnung. Dann habe ich vorbestellt, also ich habe ein Spiel nur vorbestellt, und zwar Grid 2, das ist ein Rennspiel. Ich habe nochmal Bock auf ein Rennspiel, ich möchte aber meinen alten Kram nicht mehr auspacken, wie Gran Turismo oder Dirt 2 oder was da alles so rumliegt. Deswegen Grid 2. Joa, mal gucken, was mich da erwartet. Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es ein Arcade-Rennspiel, ob es eine Simulation ist oder was das sein soll. Ich glaube, also wenn ich die Trailer sehe oder mir angucke, die zwei, drei, die es da gibt, das sieht sehr simulationsmäßig aus. Und ich hoffe, es ist eine Simulation, denn Arcade ist zwar nicht verkehrt, aber wenn ich einen Arcade-Racer haben möchte, spiele ich Burnout, Mario Kart oder F-Zero oder Wipeout oder sowas. Aber nicht so ein Rennspiel. Das ist also das Einzige, was ich so wirklich vorbestellt habe. Ich glaube, es kommen auch noch andere gute Sachen, aber interessiert mich alles nicht so sehr. Grid 2. Und was ich noch gerne hätte, wäre Donkey Kong Country Returns 3D. Wenn mir Nintendo das jetzt nicht zuschickt und ich sollte sowieso nichts mehr von Nintendo bekommen, dann werde ich mir das kaufen über den Amazon-Gutschein-Code, den ich da bekommen habe. Mal gucken. Also erwartet im April nicht zu viele Spielevorstellungen. Genauso wie jetzt im April kam ja auch nur Luigi's Mansion 2. Und es wird noch kommen, Injustice. Wie gesagt, das kommt jetzt irgendwann in den nächsten Tagen, werde ich das noch aufnehmen. Sofern ich das schon was Gutes euch zu... Sofern ich schon... Alter, ich muss gleich Schluss machen. Schlüssele. Ihr denkt bestimmt, ich wäre voll. Dabei bin ich gar nicht voll. Sofern ich euch da schon was zu erzählen kann. Ich muss mal den Story-Modus noch ein bisschen weiterspielen, der im Übrigen sehr cool ist. Jo, das erwartet euch so im April, also eigentlich nicht sehr viel. Deswegen werde ich die Staffel weiterführen von Staffel 2 von meiner Sammlung, von meiner Room-Tour, meine Gaming-Room-Tour. Die Vitrine habe ich euch schon gezeigt, meine Poster und Kartons habe ich euch schon gezeigt. Ich werde jetzt weitermachen, wahrscheinlich mit... auf jeden Fall kommen die Spiele, so ein Overview, so ein kleiner Überblick, denn auf die Spiele im Einzelnen, auf die einzelnen Genres und alles, gehe ich ja immer auf die Extra-Videos ein. Ich mache ja immer zu PlayStation 3 Shooter habe ich schon gemacht, PlayStation 3 Rennspiele habe ich schon gemacht, Jump'n'Run habe ich schon gemacht, 3DS habe ich eigentlich schon gemacht, N64 habe ich glaube ich auch schon gemacht und deswegen werde ich nochmal so komplett meine Wand da hinten zeigen, was da so grob drin steht und natürlich die Konsolen und es gibt noch ein anderes Video, was ich da noch unterteilen werde. Also freut euch noch auf 3 Gaming Room Tour Videos. Jo. Das kommt im Mai. Das war's. Ich glaube, ich bin durch. Kann doch gar nicht sein. Ach so, genau. ich habe ja vor... Ich hatte das mal angekündigt auf Facebook, dass ich eine neue Kategorie habe, eine neue Kategorie mir ausgedacht habe und diese wollte ich eigentlich jetzt bald mal umsetzen, aber ich weiß es nicht. In meinem Kopf ist das immer, ich sehe in meinem Kopf schon das fertige Video, aber wenn ich dann das Ganze anfange, dann weiß ich gar nicht,
wie willst du das machen mit meinem Programm, was ich hier habe, mit meiner Hardware und so? Das ist ein bisschen schwierig umzusetzen, deswegen mal sehen, weil, es wäre eine Retro-Kategorie gewesen. So viel kann ich ja schon mal verraten. Mal gucken, vielleicht kommt es, vielleicht aber auch nicht. Wo ich Interesse daran hätte, wäre ein Spieletagebuch. Nur das Problem bei einem Spieletagebuch ist, ihr wisst, dass ich keine Zeit habe zum Spielen oder sehr wenig. Und da ist auch das Problem, denn ein Spieletagebuch über mehrere Parts möchte ich nicht machen. Wenn, dann möchte ich das machen wie der Yeti-Win, dass ich halt ein Spiel spiele und nehme zwischendurch immer mal ein bisschen was auf. Und irgendwann kommt das Spieletagebuch. Da würde sich also ein aktuelles Spiel, was ich sowieso vorstellen möchte, nicht anbieten. Deswegen hatte ich überlegt, er hat es ja letztens jetzt gemacht oder heute hochgeladen zu Zelda Skyward Sword und ich überlege, ob ich das auch dazu machen soll. Denn ich habe echt Bock auf dieses Skyward Sword. Ich habe es schon mal angefangen, aber nie wirklich weit ja, gespielt. Naja, mal sehen. Also es könnte sein, dass ein Spieletagebuch irgendwann mal kommt. Und es könnte sein, dass diese Retro-Kategorie kommt. Aber es soll nur mal so erwähnt sein, ich möchte da nichts versprechen. Versprechen möchte ich nur die Roomtour und das ein oder andere Gameplay, Finchi zeigt, Video, wie auch immer. So, und da bin ich nicht noch mehr mich hier um Kopf und Kragen rede und noch voller werde, als ich schon bin. Sag ich mal, ich wünsche euch einen schönen Start in den Mai. Wir sehen uns mit dem nächsten Video. Bis die Tage. Tschüss. Meine Güte, ich muss trinken.